Yeah, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich weiß, es ist lange her, aber jetzt kommt mal wieder ein Off-Topic-Video. Und zwar bin ich gerade in der Schweiz, in Rorschach, auf einem entspannten Trip. Ich zeige euch mal direkt die View. Wir haben Aussicht auf den Bodensee. Sieht richtig nice aus. Aber wir labern nicht direkt so viel, sondern fahren jetzt nach Zürich. Nach einer Stunde Fahrt angekommen und wie ihr gesehen habt, waren wir gerade schon was essen. Und ich sag euch eins, in der Schweiz, die Preise sind anders. Für zweimal die kleine Spaghetti-Portion und zwei Wasser haben wir jetzt umgerechnet 64 Euro gezahlt. Man muss mal auch zwischendurch leben, würde ich sagen. Ansonsten geht es jetzt schon wieder zurück. Wir haben eben noch hier uns ein bisschen umgeschaut. By the way, hierhin, also von Köln bis nach Schweiz oder bis in die Schweiz rein, waren wir mit zwei Stops ganze 8 Stunden unterwegs. Zürich war an sich ganz nett, kann man auf jeden Fall mal vorbeifahren, wenn man in der Nähe ist. Und wir haben hier leider nicht so gutes Wetter erwischt. Für mich geht das gleich nur eine Runde ins Gym, gucken, was ich da spontan durchpumpe. Back in town, und zwar waren wir noch in St. Gallen, war relativ chillig, ein sehr, sehr schöner Ort. Und wir haben uns gedacht, kommen wir ein paar Tage früher zurück, damit wir hier nochmal in den Spa können. Also hier hinter mir ist der Vabali Spa in Düsseldorf. Wenn es um Chillen und Relaxen geht, auf jeden Fall der Place to be. Wir haben hier was Leckeres in Düsseldorf gefunden, und zwar Pho X, also Fox oder so. Wir haben uns jetzt gerade was Leckeres zu essen gegönnt, Pho Original Beef, und hier die asiatischen Lads supported. Also könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken hier. Wir haben genug Energie getankt für die nächsten Wochen. Das heißt, ich kann mich am Sonntag zum dreifachen Super Saiyan verwandeln. Denn am Sonntag ist der nächste Rocket League Coaching Day. Anschließend geht es dann nach Wien für den Wettkampf, ihr wisst Bescheid. Und danach alle zwei Wochen, sprich zwei Wochen später die Evo Classic und danach eine Woche später die GmbF. Deswegen lasst ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Wahrscheinlich das vom Coaching Day. Also stay tuned.